Madame, Monsieur, Dame, c'est les femmes et les œuvres, on ne veut pas mourir à l'hôpital. This is women and eggs, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Es geht um Patientenverfügung in oder die Patientenverfügung. Ich habe mir dazu ein Buch der Verbraucherzentrale besorgt. Und heute geht es um die formalen Anforderungen an eine Patientenverfügung. Hier ist ein Abschnitt, den ich schon mal vorgelesen habe, Vordrucke und Muster. Einige Verbände und Vereine bieten Formulare für Patientenverfügungen an. Sie können dort ganz bequem Behandlungswünsche ankreuzen. Aus juristischer Sicht ist ein solches Vorgehen kritisch, da standardisierte Formulare und Musterverfügungen kaum Spielraum lassen, um persönliche Wünsche und die individuelle Situation zu beschreiben. Es besteht also die Gefahr, dass die Patientenverfügung im Ernstfall nicht anerkannt wird. Der Satz ist fett gedruckt. Ich lese ihn nochmal vor. Es besteht also die Gefahr, dass die Patientenverfügung im Ernstfall nicht anerkannt wird. Daher sollten Sie Ihre Verfügung mit eigenen Worten aufsetzen. Auf den Seiten F11 bis F15 finden Sie entsprechende Formulierungshilfen. Also, Finger weg von Vordrucken und Mustern, es gibt Formulierungshilfen, aber man sollte seine Verfügung in eigenen Worten aufsetzen. Wichtiger Punkt, ist mir schon begegnet vom LVR, die Technikerkrankenkasse hat es nicht mehr, die haben so ein Zeug auch mal rausgegeben. Von der Rheinischen Notarkammer hat mal was kassiert, das absolut peinlich war. Hat mir der Rechtsanwalt auch unter die Nase gehalten. Das geht gar nicht, das Papier. Passiert immer wieder. Ja. So. Die formalen Anforderungen an eine Patientenverfügung. Die Patientenverfügung muss schriftlich erstellt und mit der üblichen Unterschrift unterschrieben werden. Gut ist, wenn Sie Ort und Datum ergänzen. Dabei ist es unerheblich, ob die Verfügung handschriftlich mit der Schreibmaschine oder am Computer verfasst wird. Also Patientenverfügung schriftlich. Tonbandaufnahmen an der Stelle nicht. Es muss aufgeschrieben werden. Ort und Datum und die übliche Unterschrift. Ob Computer, Schreibmaschine, handschriftlich ist erstmal egal. So. Es kommt auch nicht darauf an, besonders schön zu formulieren. Wichtig ist nur, dass die Verfügung lesbar ist und Dritte verstehen können, was Sie mit ihr aussagen wollen. Also nicht schön, es müssen Dritte die Aussage verstehen. Nicht schön, es müssen Dritte die Aussage verstehen. In einem aktuellen Urteil hat der Bundesgerichtshof ausgeführt, dass der Satz "Ich wünsche keine lebenserhaltenden Maßnahmen" nicht ausreicht. Damit der Patientenwille bestimmt werden kann, müssen zumindest Entscheidungen zu den Themen Wiederbelebungsmaßnahme, künstliche Ernährung und künstliche Beatmung konkret mit Ja oder Nein getroffen werden. Also, keine lebenserhaltenden Maßnahmen reichen nicht aus. Es müssen zumindest die Themen Wiederbelebung, künstliche Ernährung, künstliche Beatmung konkret mit Ja und Nein beantwortet. Oder Nein mit Ja und Nein. Mit Ja oder Nein beantwortet werden.
Für die Anerkennung ist es von großer Bedeutung, was sie beim Zeitpunkt des Verfassens wussten. Für die Anerkennung ist es von großer Bedeutung, dass sie beim Zeitpunkt des Verfassens wussten, was sie tun. Das kann im Ernstfall von Ärzten oder Angehörigen angezweifelt werden. Um solche Probleme zu vermeiden, können Sie sich von einer Person Ihres Vertrauens, zum Beispiel Freunden oder dem Hausarzt, der Hausärztin, bestätigen lassen, dass Sie zum Zeitpunkt der Unterschrift im Vollbesitz Ihrer geistigen Kräfte waren. Falls Sie vor Abfassen der Patientenverfügung vor einem Mediziner, Juristen, Psychologen, Pfleger, Seelsorger oder Mitarbeiter eines Hospizdienstes beraten wurden, sollten Sie sich das bescheinigen lassen. Okay. Man muss im Vollbesitz der geistigen Kräfte gewesen sein. Wenn man sich beraten hat lassen, sollte man sich das bescheinigen lassen. Das zeigt, dass Sie Ihre Entscheidung gut beraten getroffen haben. Im Zweifel wird da ein Gericht darüber entscheiden müssen, ob Sie einwilligungsfähig waren oder nicht. Mit der Unterschrift geben Sie aber einen wichtigen Anhaltspunkt dafür. Also, im Zweifel entscheidet ein Gericht. Es ist gut, wenn man eine Bescheinigung hat, dass man gut beraten wurde. Und die Unterschrift ist auch ein wichtiger Anhaltspunkt. So. Eine notarielle Beurkundung ist nicht notwendig, kann in manchen Fällen aber hilfreich sein, da der Notar dies nur dann ablehnen darf, wenn er an ihrer Einwilligungsfähigkeit zweifelt. Aha. Also wenn man zum Notar geht und sich das beurkunden lässt, dann hat der Notar zumindest schon mal keine Zweifel an der Einwilligungsfähigkeit. Eine Patientenverfügung verjährt nicht. Trotzdem sollten Sie die Verfügung regelmäßig, zum Beispiel im Abstand von 1 bis 2 Jahren oder von größeren medizinischen Eingriffen überprüfen und gegebenenfalls für die anstehende Behandlung konkretisieren. Je aktueller die Verfügung ist, desto eher wird der Arzt oder eventuell ein Betreuer davon ausgehen, dass sie auch in der aktuellen Situation zu den Festlegungen in der Patientenverfügung stehen. Soll alles so bleiben wie bisher, bestätigen Sie einfach mit Ihrer Unterschrift und dem aktuellen Datum, dass die Verfügung weiterhin gilt. Falls Sie die Verfügung ändern, sollten Sie die vorherige Version widerrufen. Dafür reicht ein Vermerk auf der neuen Verfügung, dass diese die alte Fassung ersetzt. Die frühere Version können Sie dann wegwerfen. Es ist gut, wenn wiederum ein Zeuge die neue oder bestätigte Version unterschreibt. Also, die Patientenverfügung verjährt nicht. Wenn man die kontrolliert, bestätigt man am besten, dass die alte noch gilt, oder man widerruft die neue und ein Zeuge ist auch hilfreich. Sie können Ihre Patientenverfügung jederzeit widerrufen und selbst wenn eine schriftliche Patientenverfügung vorliegt, können Sie, solange Sie noch einwilligungsfähig sind, dem Arzt in einer konkreten Situation auf beliebige Weise mitteilen, ob Sie einer Behandlung zustimmen oder nicht. Ein Kopfschütteln reicht. Okay, man kann Behandlungen ablehnen mit einem Kopfschütteln jederzeit und man kann sich beliebig dem Arzt mitteilen. Gut zu wissen. Und sie kann jederzeit widerrufen werden, auch in der konkreten Behandlungssituation. Gut zu wissen. Einwilligungsfähigkeit ist, wer erkennen kann, welche Folgen eine Zustimmung oder Ablehnung zu einer vorgeschlagenen Behandlung haben wird. In einem Zustand der Verwirrung mag man Angst vor einer Spritze haben und sie deshalb ablehnen, aber vielleicht nicht erkennen, dass die Verweigerung zu einer Verschlechterung der Gesundheit führt. So,
Einbildungsfähigkeit ist, wer erkennen kann, welche Folgen eine Zustimmung oder Ablehnung zu einer vorgeschlagenen Behandlung haben wird. An der Stelle fange ich nämlich an, mich mit dem scheiß Rechtsanwalt zu streiten. Meiner Meinung nach war bei mir Einwilligungsfähigkeit nicht gegeben, weil er Sachen hatte, auf die er zurückgreifen wollte. Und ich habe gesagt, er soll mir die in Kopien mitgeben, damit ich mir die in Ruhe ansehen kann, damit ich die Folgen abschätzen kann. Hat er sich geweigert, will aber trotzdem Geld haben. Der Typ ist einfach ein unfähiges Arschloch. In einem Zustand der Verwirrung mag man Angst vor einer Spritze haben und sie deshalb ablehnen, aber vielleicht nicht erkennen, dass die Verweigerung zu einer Verschlechterung der Gesundheit führt. An der Stelle, ja, manchmal sagt der Arzt, du bist nicht einwilligungsfähig, weil du gerade Angst hast. Du hast aber gesagt, dass du so behandelt werden möchtest, das ist auch besser für dich und wir behandeln dich jetzt so. Das ist dann im Sinne des Patienten, das ist das, was da gerade steht. So, und dann gibt es hier noch ein großes Orange, eine große orange Frage. Kann jeder Mensch eine Patientenverfügung aussetzen? Grundsätzlich ja, wenn er volljährig ist. Wichtig ist, dass der Verfasser in der Lage ist, zu begreifen, was er festlegt. Man muss nicht geschäftsfähig sein. Auch wer einen Betreuer hat, kann trotzdem eine Patientenverfügung erstellen, wenn er den Sinn versteht. Also, jeder Mensch kann grundsätzlich, wenn er ab seiner Volljährigkeit ab 18 eine Patientenverfügung aufsetzen. Man muss einwilligungsfähig sein, man muss nicht geschäftsfähig sein, man kann unter Betreuung stehen. Solange man den Sinn versteht und die Folgen abschätzen kann, kann man eine Patientenverfügung aufsetzen. So, ich habe mich wieder aufgeregt. Tschüss, bis zur nächsten Episode. Tschüss.